Ja, mein lieben Freund, hier ist Robert Goertz, Martuszewski. Ich muss etwas leiser sprechen, weil nebenan ist gerade der Herr Wissmann. Ja, der ist hier bei mir unten im Facility-Büro. Der Herr Wissmann, der spricht gerade mit Bruno Pete. Es geht darum, wie man noch mehr Autos CO2-neutral machen kann. Deswegen muss ich ein bisschen mucksmäuschenstill sein. Herr Wissmann ist ja wichtig. Ja, der ist ja hier der Verkehrsminister von BRD. Und der hat gesagt, ja, nein, ich sage euch nicht, was er gesagt hat. Erstmal sage ich, wer ich bin. Ich bin hier Robert Goertz, Martuszewski. Ich bin der Facility Manager im Deutschen Bundestag. Ich bin linksstaatlich und zivilcouragelich und auf dem linken Weg. Ich bin für die Realitätstheoretiker und Ignoranzpraktiker der Regierung. Ja, also für die Nichtrechten, nämlich Herrn Wissmann von der FDP, Christian Lindner, Annalena Baerbock, Olaf Scholz und wie sie alle heißen. Und seit neuestem bin ich auch Fan von Mr. Arroganz, von Mr. CDU, Mario Vogt, ja. Ich bin gegen Verschwörungstheoretiker, für Ignoranzpraktiker und ich bin gegen die bösen Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner der AfD. So, jetzt kommen wir zum Verkehrsminister, der hat gesagt, haltet euch fest, schnallt euch an. Ab Mitte Juni dürfen wir am Wochenende, nämlich Sonnabend und Sonntag, nicht mehr Auto fahren. Übrigens auch nicht an Feiertagen. Warum? Wegen Klima. Ja, wegen CO2. Jetzt sagen böse Zungen, Moment mal, haben wir nicht in den ersten 20 Monaten des Ukraine-Krieges so viel CO2 freigesetzt wie in 600 Jahren in Deutschland? Und hätte man nicht vielleicht einfach die Atomkraftwerke nicht abschalten müssen? Dann hätte Fahrradkette. Ja, wir machen das jetzt so. Es wird nicht mehr Auto gefahren. Ja. Wir fangen mit Sonnabend, Sonntag an und den Feiertagen und erweitern dann auf grundsätzlich, Freunde. Und deshalb sollten wir alle CDU, CSU, FDP, Grüne und Linke und die Sahra Wagenknecht-Partei wählen und auf gar keinen Fall die böse Alternative für Deutschland. Ich wäre nicht Robert Goertz, Martuszewski, wenn ich nicht noch eine Bonusnachricht hätte von Zalando, wo wir jetzt in Zukunft alle ganz doll bestellen. Zalando, gut. Zalando hat gesagt, USA steht auf dem Index. Wirklich wahr? Warum? Weil USA ist ein geheimer Wortcode. Ja, jetzt habe ich überlegt, was könnte USA heißen? Unser. Ich weiß das nicht, ja. Ich bin aber drauf gekommen, ja. Es wurde mir erklärt, es heißt laut Zalando, seid ihr bereit? Es ist wirklich wahr. Unser seliger Adi. Unser seliger Adi, ja, um nicht Adolf zu sagen. Das behauptet Zalando, Freunde. Das kann so einfach sein. Also, wer USA sagt, meint NAZI. Ja, und gerade jetzt im April, am 20. ist es ja wieder soweit, rennen wieder ganz viele mit USA-T-Shirts rum. Freunde, was ist denn da los? Gott und sei Dank hat uns Zalando darauf aufmerksam gemacht. Ja, also ich bin erschüttert. Aber erfreut bin ich über unseren Verkehrsminister, ja. Sondern Sonntag Autofahrverbot. Freunde, geht voran. Die Älteren unter uns können sich ja noch erinnern. Hatten wir schon mal in den 1970er Jahren. Da war das allerdings nur sonntags wegen Ölkrise. Ja, aber Ölkrise haben wir ja sowieso auch. Freunde, ist das alles schön. Ja, also ich würde mal sagen, wenn ihr gerade aufgrund dieser Nachricht oder aus anderen Gründen nicht gut drauf seid oder gar im Krankenhaus, werdet schnell wieder gesund. Gerade jetzt brauchen wir euch. Und wir halten hier zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Meine Truppe grüßt, unser Goldhamster Ambrosius grüßt, meine Frau Martina grüßt. Und wenn ihr Lust habt, zurückzugrüßen, schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert diesen kleinen, aber feinen, linksstaatlichen, linkischen Kanal, nämlich meinen hier. Und liebe Unterstützer, nur dank euch kann ich diese Arbeit hier ableisten. Propaganda für das beste Deutschland aller Zeiten, wo wir bald nicht mehr Auto fahren dürfen. Ist das schön, ja. Böse Zungen sagen, wer jetzt nicht eine Alternative wählt, der hat es nicht anders verdient. Freunde, ich hab euch lieb. Macht das gut.